So, meine Freunde, willkommen zurück. Wir machen jetzt mal Episode 15, Outworld seltsame Druide. Oder ne, wir gucken erstmal, was ist denn mit den der besonderen Anfrage. Können wir all unser Kristallsplitter finden? Wir kennen uns hier nicht aus. Splitter 2 von 3 haben wir schon, so um 200 Punkte. Okay, ich dachte, es wäre ein extra Level gewesen. So, Outworlds seltsam Druide. Ich hätte jetzt eigentlich gerne doch mal den Turtle gewechselt, mal mit, weiß nicht, Splinter oder April gespielt. Aber dann bleiben wir halt bei Raphael. Es läuft ja gut. Ist das jetzt das letzte Level? Oder das zweitletzte? Oder wie ist es? Wir haben schon 965 Treffer da oben. Da kann man dann sich vielleicht auch die eine oder andere Belohnung verdienen. Oh, 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 oh mein Gott, was ist das denn? Spinnenroboter oder was? Ah, noch einer. Dass sie doof sind und sich selber gegenseitig kaputt machen. Ja, das sind die Stormtrooper der Turtle-Welt. Ah! Himmelswillen, so jetzt. Ah, die können aber einiges einstecken hier. Kriegst du nicht kaputt. Mann. So, jetzt. Ah! Das erste Leben weg. Ja, da ist das erste Leben schon futsch, aber ich habe zum Glück einige gehabt. Ich habe jetzt noch 3. Wie viel können die denn einstecken noch? Ach, ich muss zum Glück gar nicht springen. Ich dachte, ich kann die nur im Springen treffen. Ich kann auch einfach so zuschlagen. Aushalten. So, jetzt. Oh Mann! So. Jetzt bitte nicht noch mehr von denen, die nerven. Und Sperren kommen, dass die immer so mittelalterliche Waffen hier einsetzen. Das machen wir ja genauso. Das war bei Turtles in Time vielleicht ein bisschen stimmiger. So. Boom! Schakalaka. Achtung! Das nächste Fass geht hoch, dass ich mich selber warne. So. Schlangen, wer bist du denn? Meine Güte. Hey, Hurricane, so. Warum, warum, warum? Ich hasse diese Viecher. Die wecken auch ein bisschen Nostalgie, wie auch immer die heißen. Neue Aktion freigeschaltet. Super Sprungangriff. Ein Rückwärtssalto. Wie mache ich denn noch ein Rückwärtssalto? Ach, mit A. Hey, jetzt keine Experimente machen. Ich habe 1000 Treffer da oben. Serie wollen wir fortführen. Also rückwärts Salz, die sollte ich dann nochmal öfters machen. Ja. Dann lernt ihr noch einige Kniffe dazu. Ich habe noch mal 3 Leben, von daher kann ich erstmal noch relativ entspannt weitermachen. Dann gibt es ja hier die erste Pizza und noch mehr so nervige kleine Viehzeug. Oh, jetzt kommen auch noch Stacheln aus dem Boden. Das nervt doch immer besonders. Eieiei, da ist schon mal eine Schröder-Statue. Der erhöht uns die Steuern, wenn wir nicht aufpassen. So. Mann! Kann's nicht sein. So, jetzt haben wir noch 2 Leben. Läuft nicht so gut. Mann! Die fetten Gegner sind einem fast noch lieber. Oh, das erinnert so ein bisschen an Double Dragon, wenn die da so aus der Tür rauskommen. Eine kleine Hommage. Gefühl zumindest. So. Was ist das hier? Was geht das aus? Da war eine Pizza drin. Gedroppt. Oh, da. Schnell geflüchtet. Oh, jetzt kommen ja die Triceratops. Auch noch in grün mit Schutzschildern. Mensch. Die sehen zwar relativ gefährlich aus, aber können zum Glück
gar nicht so viel einstecken. Gut für uns. Jetzt haben die auch noch Schilder. Aber gut, dass sie auch in die Stacheln reinrennen können. Die Idioten. Jetzt mal ein bisschen Konzentration. Jetzt, ich weiß ja nicht, wie viele End- oder Zwischenbosse hier überhaupt kommen. Nach dem relativ leichten Level 14 muss ich ja hier wieder mit was Schlimmerem rechnen. Da war schon wieder eine Pizza drin. Ja, wenn ich die Pizzen immer in irgendwelchen Kisten sind, weiß ich ja vorher nicht. Dann komm, ich sollte vielleicht nicht immer dann... Boah, haut mir eine mit Axt. Kisten vielleicht erst kaputt schlagen und dann schnell weglaufen. Dass ich direkt immer alles einsammel, was aus den Kisten rauskommt. Das geht so. Was haben wir jetzt hier? Ah, wieder so diese komischen Pizzasumpfmonster. Oder sehen die nur aus wie eine Pizza? Ah. Das läuft gerade nicht so gut mal wieder. Wie ich sie besiegen kann. Ja, ich muss mich hier frei kloppen und dann ordentlich draufhauen. So, und jetzt habe ich vielleicht nur noch einen Leben. Eine Pizza wäre jetzt richtig gut. Eine richtige Pizza zum Essen. Ja, sonst habe ich nur noch einen Leben gleich. Ja, dann kommt schon der nächste mit dem Schutzschilder. Und da ist das Leben weg. Da habe ich nur noch eins. Fellas. Ah, vielleicht kriege ich noch mal ein extra Leben gleich. Ich weiß ja nicht, wofür ich die bekomme. Ah, Schilder können kaputt gehen, scheinbar. So. Oh, was hat der denn für eine Waffe? Klopömpel. Geschoss. Ja. Sau. Ah. Badum, badum, badum. Die Waffen ziehen wirklich so viel aus und die haben dieselben Waffen wie ich. Ich brauche mal einen mit hier. Wirbelwind, da ist wieder so eine Hau-Pizza. Oh, jetzt wimmelt es ja aber von Gästen. Da ist eine richtige Pizza, aber die können wir jetzt gerade eigentlich nicht gebrauchen, weil die Energie voll ist. Und die schlagen uns jetzt hier fast in die Pizza rein. Ich hoffe, man hört nicht meine Spülmaschine im Hintergrund. So, jetzt kommt der Zwischenboss und wir können uns die Pizza aufsparen für den Endboss. Das ist doch relativ cool. So, wie heißt der Kollege nochmal? Ja, Krang! Das quatschende Gehirn aus. Das läuft doch relativ easy. Die Pizza können wir uns wirklich hier aufsparen. Das ist jetzt hier mal ein Boss. Scheinbar einfach so draufhauen können. Jetzt teilt er sich hier in zwei Hälften. Ist egal, welche wir. Jetzt hat er uns in die Pizza reingeschmissen. Die hätte ich eigentlich noch ein bisschen aufgespart. Aber wir haben ihn gleich schon kaputt. Das läuft doch super. Es sei denn, es kommt gleich noch gegen Griff. Aber das kann doch nicht schon der Endboss sein hier, oder? Shredder selber ist wahrscheinlich der Endboss. Aber schon in diesem Level. So, da haben wir ihn schon mal besiegt, mein kleiner Freund. Oh ja. Was passiert jetzt? Oha, das ist jetzt der ultimative Endboss. Meister Shredder. Bereit für Rache. Da ist eine Pizza. Jetzt kommt hier eben eine Hip-Hop-Musik. Wu-Tang Clan, oder was? Ah, muss man ganz schön einstecken. Shredder hatte ich doch früher auch als Actionfigur. So, die Pizza sollten wir uns jetzt mal lieber schnappen, bevor wir gleich im Arsch sind. Das ist doch irgendwie auch ein bisschen unspektakulär hier, aber der Shredder, der hat bestimmt noch irgendwelche weiteren Stufen. Oder irgendwelche Tricks auf Lager. Wir sollten aufpassen. Das ist eine enge Kiste. Oh ja, jetzt haben wir nämlich drei Shredder. Wer ist denn der Richtige? Wir
sind gleich kaputt. Hey, beim nächsten Treffer sind wir weg. Und da sind wir weg. Müssen wir jetzt wieder komplett von vorne anfangen? Ich fürchte ja. Ich würde sagen, das sparen wir uns aber mal auf fürs nächste Mal. Es reicht jetzt erstmal ein Durchgang. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Dann haben wir vielleicht noch ein, zwei Videos, die wir hier rauskitzeln können. Tschüss, bis dann. Bye, bye.